Willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, beim letzten Mal haben wir den Berggipfel abgeschlossen. Wir haben leider die Herausforderung nicht geschafft für Romanin. Vielleicht schaffen wir es hier irgendwann mal, schauen. Aber jetzt ist unsere Aufgabe erstmal zu den Wölfen zu kommen. Und wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet, im Bergdorf. Ja, Eierwildherren, okay, Erleuchtung. Wir haben da zwei, haben zwei Gräber, wow, 15 Geocaches. Das Gebiet scheint größer zu sein, ja, in der Tat, es ist um einiges größer. Mal schauen. Gucken wir uns doch erstmal hier um. Ja, unser Kollege, der sieht nicht so gut aus. Ein bisschen Wölfchen. Wollen wir nochmal ein bisschen mitnehmen. Da brauchen wir was für hier nicht. Den Punkt habe ich glaube ich ja nicht. Nee, nee, den habe ich nicht. Ja, ihre Tode sind immer sehr spektakulär. Ja. Wir haben hier noch sehr viel zu erkunden. Aber hierüber können wir uns... ja gut. Jetzt nicht wirklich was gebraucht. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir sehr perfekt und Teil hier und ein perfektes Stück hier. Ja. Okay. Mir scheint nicht durch. Ja, dann. Wenn wir hier ins Dorf rein. Die einzelnen Hütten. Tina. Brauchen wir hier einen Seilpfeil wahrscheinlich, ne? Können wir das denn überhaupt abdrehen von hier? Der neue. Ach, der ist Fahrrad noch, okay. Den starten wir gleich. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Oh.
Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ich habe einen Relikt mehr gefunden. Ja, Lara. Wo sind wir hier? Wo müssen wir hin? Hier geht's nach oben. Glaube ich. Ja. Haben wir nicht schon. Kommt von da unten. Hier waren wir noch nicht. Wir dürfen, aber wir sollten uns hier auch nochmal umschauen. Ist das doch irgendwie ein Dokument oder sowas finden? Dass wir hier in der Nebenräume. Ich schätze mal, wir müssen weiter nach oben. Dann machen wir es doch mal, ja. Oder wir müssen einfach fahren. Oder vorher auch einfach hier lang. Ja, ich schlage einen Blitzer ein, sehr schön. Oh, eieieiei. Lass uns da mal nochmal hier umschauen. Was sagst du denn für ihn? Hilft auch nicht.
geguckt, ne? Ach, hm. Nein, aber ich mach mal da rein. Hm. Okay, hey, jetzt mach mir nicht Kette aus. Ach, die hab ich noch nicht. Scheiße. Hm. Es gibt momentan nur einen Weg für uns. Hm. Wir haben gerade mal 8% abgeschlossen. Das Gebiet ist auch richtig groß. Wir wohnen wohl viele Menschen jetzt. Also, ich schätze mal, die waren alle im Flugzeug drin, oder? Das scheint so. Ist ja in der Flugzeugnummer. Ja. Ich habe nichts gegen Tiere. Gegen Hunde und Wölfe nichts, aber ich... Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Oh, ich hasse es. Zurück zu Ross damit. Oh Gott, Alter. Stopp! Gott, ey! Ich will hältst du denn aus, ey! Boah, Wölfe sind da immer in Rudeln unterwegs. Sind da bestimmt noch mehr, oder? Hochklettern mit der Kletter. Wir haben das hier nur eine Axt. Ja, wir hätten uns nicht noch so weit runter zu rutschen und unserem Kreuz helfen. Dann let's go. So, da sind wir auch schon wieder drauf. Bei mir hieß. Flicken wir dich zusammen. Ross! Solche Sachen. In der Spätschicht im Rheinwärts? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht.
Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lager. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt meine Beile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Ah, ich kriege uns auf. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Gut, aber ich werde erstmal hier wieder einen kleinen Cut machen. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.